Willkommen bei Probably Nothing, den IOTA und Shimmer News. Heute werfen wir einen Blick auf IOTA 2.0 und den vielen Neuerungen. Beachtet dabei, dass ich keine Wertung hier einfließen lasse. Ich verstehe, dass einige Community-Mitglieder sauer, enttäuscht und wütend sind über einige Entscheidungen. Nichtsdestotrotz sollte man alles nüchtern betrachten. Nicht aus der Sicht, dass man Geld investiert hat, sondern aus der Perspektive eines Unternehmens, eines Entwicklers oder jemanden, der das Netzwerk benutzt. Dieses Video soll zur Informationsbeschaffung dienen und nicht eine Meinung vordiktieren oder zu unterstützen. Bleibt auch bei den Kommentaren sachlich, auch wenn es um euer Geld geht. Weder ich noch viele andere können etwas für diese neue Entscheidung und wir müssen ebenfalls damit leben. Bleibt also bitte sachlich und nett. Los geht's! IOTA wird sich verstärkt auf die Maximierung der Nützlichkeit, Skalierbarkeit und wirtschaftlichen Aktivitäten des IOTA-Netzwerks und des IOTA-Tokens konzentrieren, mit Shimmer als wichtigen Begleiter. Nach dem Start von IOTA 2.0 werden Smart Contracts auf Layer 1 integriert, um die Nachfrage nach Mana zu erhöhen und die Sicherheit des gesamten Ökosystems zu stärken. Die Entwicklung von Assembly wird eingestellt, während der Fokus auf IOTA Chain liegt. IOTA-Halter, die für Assembly-Token gestaked haben, können sich auf einen IOTA-Token-Airdrop freuen. Ein neuer Ecosystem-Pfad wird eingeführt, um die Governance von IOTA zu dezentralisieren und das Ökosystem weiter zu fördern. IOTA 2.0 wird eine Konsens- und Abwicklungsebene sein, die in der Lage ist, Vermögenswerte zu sichern und zu tokenisieren. Dies ermöglicht reibungslose und nahtlose Transfers und schafft neue digitale Ökosysteme für Web3. Unternehmen und Regierungen, der Leaderless-Konsensmodell ist eine der besten Alternativen zu den bestehenden Validierer- oder Miner-basierten Netzwerken, da es Dezentralisierung und die Möglichkeit zur Teilnahme für jedermann maximiert. Das Smart Contract Framework wird es jedem ermöglichen, WASM- oder EVM-basierte L2-Netzwerke in die IOTA L1 einzusetzen und zu verankern. Die bevorstehende Einführung des Shimmer-EVM auf dem Shimmer-Netzwerk, dem Stagging-Netzwerk vom IOTA, wird den Start der ersten Smart Contract-Chain im IOTA-Ökosystem markieren. Dies schließt die Unterstützung von ZK-Rollups und anderen ZK-basierten Technologien in der Zukunft ein. Es werden einige Beispiele für L2-Netzwerke betrachtet, die derzeit innerhalb des Ökosystems entwickelt werden. Shimmer-EVM, GovChain, die durch EPSI entwickelt wurde, ist ein Beispiel für die Regierungen betriebenen L2-Netzwerke, die auf IOTA aufgebaut werden, um neue digitale Dienste für Regierungen und Bürger zu ermöglichen, also digitale Identitäten, digitale Produktpässe, Register. TLIP ist ein Netzwerk für Handel und Logistik, das derzeit bereits in einem großen angelegten Pilotprojekt in Kenia läuft. Demia ist ein L2-Netzwerk zur Verfolgung, Sicherung und Entscheidungsfindung auf der Grundlage verifizierbarer Klimadaten. Die IOTA Foundation plant eine umfassende Überarbeitung der Tokenomics mit IOTA 2.0 und der Einführung von Mana. Diese Änderungen werden die Nachfrage nach IOTA-Token erhöhen und sie mit Wert und Nutzen untermauern. Eine Wertsteigerung des IOTA-Tokens erhöht auch direkt die Sicherheit des gesamten Netzwerkes. Die Nachfrage nach Blockspace ist der Haupttreiber für die Wertsteigerung von IOTA. Die Einführung von L1 Smart Contracts wird voraussichtlich die Nachfrage nach Mana erhöhen und somit zu einem positiven Kreislauf führen. Eine ausführliche Untersuchung der Tokenomics von IOTA 2.0 und der Rolle von Mana wird im bevorstehenden IOTA Tokenomics White Paper veröffentlicht. Ein Datum wurde nicht genannt. Die IOTA Foundation hat beschlossen, die Einführung von Assembly und dem Assembly Token zu stoppen. Stattdessen werden die Ideen und Konzepte von Assembly in IOTA integriert, um die Klarheit und Effizienz des IOTA-Ökosystems zu verbessern. Die IOTA Foundation, die seit ihrer Gründung im Jahr 2015 stets einen einzigartigen Weg gegangen ist, kündigt nun eine wegweisende Veränderung in ihren Tokenomics an. Die IOTA Foundation hat bei ihrer ursprünglichen Token-Ausgabe keine großen Summen durch ein Initial Coin Offering, ICO, aufgebracht, wie fast alle anderen Projekte. Tatsächlich wurden damals nur bescheidene 500.000 US-Dollar eingenommen. Der Rest wurde an die Community verteilt und keine Tokens für Gründer, Teammitglieder oder die Stiftung zurückgehalten. Die gesamte Entwicklung wurde dank der großzügigen Spenden aus unserer Community ermöglicht. Doch im Laufe der Jahre veränderte sich die Kryptobranche, neue Projekte begannen,
größere Teile ihrer Token-Vorräte für Marketing und Förderung zurückzulegen, siehe einige Meme-Coins, die begrenzten Mittel der IOTA Foundation erschwerten es, im Wettbewerb um Wachstum und Adoption Schritt zu halten. Zusammen mit dem Ökosystem hat die IOTA Foundation die Chance, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und ihren Erfolg zu gestalten. Doch Technologie allein wird nicht ausreichen, das wissen wir alle. Nur durch die Kombination von Technologie mit Investitionen in Wachstum und Adoption können wir IOTA wieder als führende Ökosystem positionieren. Vor der Einführung von IOTA 2.0 ergreift die IOTA Foundation eine einzigartige, für einige drastische Maßnahme, um die Tokenomics von 2015 anzupassen. Es wird eine vorübergehende Tokeninflation eingeführt, die über 4 Jahre dauern wird. Diese Neuerungen wird durch den bevorstehenden IOTA Stardust Hardfork ermöglicht. Nach diesem Hardfork wird es eine vorübergehende, alle 2 Wochen stattfindende Tokenfreigabe geben, die über 4 Jahre dauern wird. Diese Tokenfreigabe über 4 Jahre entspricht einer durchschnittlichen vorübergehenden Inflation von 12% pro Jahr. Nach diesen 4 Jahren wird die zirkulierende Tokenversorgung von IOTA gleich der neuen festgelegten Gesamtsumme von 4,6 Milliarden IOTA sein. Die folgende Visualisierung erläutert die Tokenverteilung und den Freigabezeitplan. Dabei werden die Entitäten hervorgehoben, die IOTA-Token im Rahmen dieses Freigabeplans erhalten. Die bestehenden IOTA-Halter werden insgesamt 2,5 Milliarden IOTA-Token behalten. Die 176 Millionen unbeanspruchten IOTA-Token aus dem Chrysalis-Netzwerk-Upgrade werden aus dem Umlauf genommen und erst freigegeben, wenn gültige Ansprüche bearbeitet sind. Die Treasury DAO wird 54 Millionen IOTA-Token erhalten, wie in einer Governance-Abstimmung im Jahr 2022 offiziell beschlossen wurde. Der Ecosystem Fund wird insgesamt 1,8 Milliarden IOTA-Token umfassen, die über 4 Jahre schrittweise freigegeben werden. Dieser Fonds wird für Forschung und Entwicklung sowie für Ökosystemförderung, Beiträge und eine IOTA-Token-Airdrop verwendet. Die Tangle Ecosystem Association ist verantwortlich für die Förderung und Unterstützung des Ökosystems, mit einem Schwerpunkt auf Europa und den USA. TEA erhält 12% der Gesamtversorgung oder 552 Millionen IOTA-Token. Die IOTA Foundation ist die Hauptverantwortliche für Forschung und Entwicklung sowie Regierungsangelegenheit von IOTA. Sie erhält 7,075% aller Token oder 325 Millionen IOTA-Token. Die IOTA DLT Foundation, das ist jetzt diese neue in Abu Dhabi, ist verantwortlich für die Förderung und Unterstützung des Ökosystems mit einem Schwerpunkt auf den Regionen MENA, Afrika und Asien. Sie erhalten 12% der Gesamtversorgung oder 552 Millionen IOTA-Token. Beitragsleistende sind wichtige Partner und engagierte Mitglieder, die IOTA und das Ökosystem unterstützen. Sie erhalten insgesamt 5% der Gesamtversorgung oder 230 Millionen IOTA-Token. Es wird ein Airdrop für IOTA-Staker geben, die für Assembly-Token gestaked haben. Insgesamt werden 3,5% aller Token oder 161 Millionen IOTA-Token an IOTA-Staker verteilt. Über 4 Jahre hinweg wird die zirkulierende Versorgung schrittweise ansteigen und nach 4 Jahren wird die Gesamtversorgung von 4,6 Milliarden erreicht sein. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Community in der Zukunft über die erweiterte Reduzierung der Gesamtversorgung durch das Verbrennen der unbeanspruchten Token abstimmen kann. Die IOTA Foundation hat in ihre Bemühungen, das IOTA-Ökosystem weiter zu dezentralisieren, 2 neue Entitäten gegründet. Diese sollen das Wachstum und die Unterstützung von IOTA und seinem Ökosystem beschleunigen. Die Aufgabe dieser Ausschüsse, wie in ihrer Satzung angegeben, ist es, das Wachstum von IOTA und sein Ökosystem zu unterstützen, indem sie das neue Ökosystem Token Treasury verantwortungsbewusst verwalten. Die IOTA-Community kann durch einen formalen Governance-Prozess spezielle Ausschüsse vorschlagen und abstimmen, die einen Teil des Token Treasuries für bestimmte Zwecke verwalten werden, wie beispielsweise die Etablierung des IOTA-Gaming-Ökosystems, IOTA-Marketing-Initiative, die Förderung der Adaption in Asien und so weiter. Die Gemeinschaft wird die Aufsicht über die Budgets der Token-abgestimmten Ausschüsse haben. Aktualisierungen zur Gesamtausgabe des Ökosystemfonds werden alle 3 Monate geteilt und am Ende des Jahres wird ein detaillierter Jahresbericht zur Transparenz veröffentlicht.
Die Community kann durch einen formalen Governance-Prozess spezifische Ausschüsse einrichten. Community-Mitglieder werden durch einen Token-Abstimmungsprozess in diesen Ausschüsse gewählt und die Ausschüsse werden unter dem rechtlichen Schutzschirm der Entitäten gehostet. Diese Ausschüsse sind dann direkt für die Zuweisung eines vordefinierten Budgets verantwortlich und können dies autonom tun. Die Aufgabe dieser Ausschüsse können eine breite Palette wichtiger Ökosystemverantwortlichkeiten abdecken, darunter der Aufbau der Community, Marketinginitiativen, die Finanzierung öffentlicher Güter, die Förderung der Adoption in bestimmten Märkten und Branchen, die Integration von Infrastrukturen, die Organisation von Hackathons und Veranstaltungen und vieles mehr. Mit der Bereitstellung von Smart Contracts auf dem IOTA Hauptnetz wird endlich die offizielle Gründung der IOTA Community Treasury DAO in Angriff genommen. Diese DAO wird 54 Millionen IOTA Token erhalten, wie von einer gemeinschaftsweiten Governance Abstimmung im Jahr 2022 beschlossen wurde. Ein Teil des Gesamtvorrats an Assembly Token wurde an IOTA Staker verteilt. Bis heute beläuft sich dies auf 12,3 Milliarden ASMB-Token oder etwa 12% des Gesamtvorrats an Assembly-Token. Da die Entwicklung des Assembly-Netzwerks eingestellt wurde, erhalten Staker kein Assembly-Token mehr. Stattdessen werden IOTA-Inhaber, die für Assembly-Token gestaked haben, für einen IOTA-Token-Airdrop berechtigt sein. Nach dem IOTA Stardust-Netzwerk Fork werden etwa 161 Millionen IOTA-Token oder eben 3,5% des Gesamtvorrats an IOTA-Staker ausgeschüttet. Jeder Staker kann die Menge der IOTA-Token, die ihnen im Rahmen des Airdrops zugeordnet werden, überprüfen, indem sie ihre Adressen in der Tokenverteilung für IOTA Stardust suchen. Eine neue Version von Firefly, die die Menge der IOTA-Token anzeigt, die jedem Staker im Airdrop zugeordnet werden, wird veröffentlicht, nachdem das IOTA Ledger auf die IOTA Stardust-Protokollversion aktualisiert wurde. Ebenso wird der IOTA Explorer zukünftige Token-Freischaltungen für alle Adressen anzeigen. Neben einer sofortigen Freischaltung von 10% der zugeteilten Token pro Adresse werden die Airdrops von IOTA-Token anteilig über 24 Monate hinweg durch zwei wöchentliche automatisierte Freischaltungen stattfinden. Nach dem Stardust-Upgrade wird das IOTA-Netzwerk geforkt. Ein Netzwerk wird die Tokenökonomie anpassen, um die Schaffung eines neuen Ökosystemfonds zu ermöglichen, während das andere Netzwerk die gleichen Tokenversorgung wie heute behält. Technisch gesehen werden zwei Netzwerke aus dem aktuellen Chrysalis IOTA Netzwerk abgeleitet. IOTA Stardust, ein Netzwerk, das vom aktuellen Chrysalis Protokoll auf die Stardust Version aktualisiert wurde, mit einer Gesamtversorgung von 4,6 Milliarden IOTA unter einer Umlaufversorgung von 2,7 Milliarden. Über 4 Jahre hinweg werden Tokens durch eine vorübergehende Tokenfreigabe freigeschaltet, die in etwa 12% der neuen Tokens pro Jahr entspricht. IOTA Stardust Classic, ein Netzwerk, das vom aktuellen Chrysalis-Protokoll auf die Stardust-Version aktualisiert wurde, mit einer Gesamtversorgung von 2,7 Milliarden IOTA. Beachtet werden muss Folgendes, dass die IOTA Foundation nur das IOTA Stardust-Netzwerk unterstützen wird. Jede Entität oder Gruppe, die den Betrieb des IOTA Stardust Classic Netzwerks übernehmen möchte, muss ausreichend Unterstützung von der Community erhalten, damit die IOTA Foundation die Schlüssel der verteilten Validatoren an sie übergeben kann. Zum Zeitpunkt der Gründung von IOTA beabsichtigten die Schöpfer metrische Präfixe für die Einheit zu verwenden. Es hat sich jedoch als unpraktisch erwiesen, eine Vielzahl von Einheiten zu verwenden, insbesondere da in den meisten Fällen nur eine dieser Einheiten verwendet wird, MIOTA. Mit diesem Stardust-Upgrade wird daher die Maßeinheit geändert. Statt Kilo, Mega, Giga, Tera und Peta-IOTA wird die neue kleinste Einheit in IOTA, Mikro oder Mikros für mehrere Einheiten genannt. Was zuvor ein MIOTA war, wird jetzt einfach zu einem IOTA. 1 Million Mikros entsprechen einer IOTA. Ein GIOTA ist demnach jetzt 1000 IOTA. Das war's erstmal mit den Informationen aus dem großen Update. In der nächsten Folge werden wir uns die vielen Meinungen aus dem IOTA und Shimmer-Universum angucken. Das wird eine meinungslastige Folge im Gegensatz zu dieser hier. Danke für das Zuschauen und Unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.